Ja, wir sind beim Westfalenblatt in Bielefeld und bei uns zu Gast ist heute die neue Schulministerin von Nordrhein-Westfalen seit etwa 8 Wochen im Amt, Yvonne Gebauer von der FDP. Schönen guten Tag. Guten Tag, Sie haben ein Ministerium vorgefunden, das vorher von einer grünen Politikerin geführt wurde. Sie haben da jetzt die Aufgabe, sich einen Überblick zu verschaffen und Sie müssen erst mal mehrere hundert Mitarbeiter kennenlernen. Wie machen Sie das? Ja, ich stehe für Transparenz, ich stehe für Offenheit, und ich habe allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei meiner Antrittsrede damals gesagt, dass ich gerne einmal mit ihnen ins Gespräch kommen möchte. Und das praktizieren wir dahingehend, dass wir immer Gruppen à 30 Personen einladen, zu mir in mein Ministerbüro aus den unterschiedlichsten Abteilungen, eine Stunde jeweils. Und dann habe ich mir es als Aufgabe gesetzt, mit diesen Personen allen ins Gespräch zu kommen. Und wir hatten, glaube ich, jetzt 7 Gruppen. Und es ist mir tatsächlich gut gelungen, mit jedem einmal ein paar Takte zu sprechen, weil es mir wichtig ist, die Damen und Herren nicht nur immer auf dem Flur einmal kurz zu begrüßen, sondern ich möchte auch wissen, wer steckt dahinter, hinter dem Namen, hinter der Person? Und ich wünsche mir, dass wir dann dadurch auch natürlich noch besser zusammenarbeiten, als das bisher nach 8 Wochen bereits der Fall ist. Nun wissen Sie, dass die Ausbildung von Lehrern, die klassische Ausbildung, sehr lange dauert. Sie brauchen an vielen Stellen aber sofort Lehrer, deswegen setzen Sie auch auf Seiteneinsteiger. Was wird sich da ändern? Naja, wir hatten jetzt gerade im Bereich der Grundschulen, wo wir diesen großen Lehrermangel haben, 1000 Stellen, die wir nicht besetzen können, hatten wir bis dato die Fächer Deutsch, nein, Entschuldigung, hatten wir die Fächer Musik, Sport und Kunst geöffnet. Jetzt ist ein weiteres Fach Englisch dazugekommen. Ich weiß, dass das Wort Seiteneinsteiger bei vielen immer so ein bisschen mit Respekt gesehen wird, also mit nach dem Motto auch, ja, weil ist das denn richtig, dass wir jetzt da keine ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen hinsetzen? Es ist jetzt in der Not oder ist der Not geschuldet, dass wir nochmal auf dieses Projekt Seiteneinsteiger gerade für den Primarbereich eingehen wollen. Aber ich sage auch immer dazu, das sind Personen, die natürlich von uns begleitet werden. Also wir haben dort entsprechende pädagogische Angebote, die auch dann verpflichtend sind, die müssen von den Personen wahrgenommen werden, weil es natürlich wichtig ist, dass die Kleinsten der Kleinen, also unsere Grundschülerinnen und Schüler, auch tatsächlich bestmöglich betreut und unterrichtet werden. Und da wollen wir die sogenannten Seiteneinsteiger auch nicht im Regen stehen lassen, sondern ihnen auch entsprechend das an Pädagogik zukommen lassen, was wir als Qualität auch fordern. Wie viel Englisch muss man denn können, dass man sich da bewerben kann? Naja, schon ein bisschen mehr als nur Good Morning, das ist schon wichtig. Sie müssen schon bestimmte Voraussetzungen mitbringen, das ist aber für jedes Fach unterschiedlich. Und, aber das, die Botschaft muss einfach sein, dass wir den klassischen Pädagogen natürlich an erster Stelle tatsächlich im Bildungssystem auch haben wollen. Und dass das jetzt mit den Seiteneinsteigern eine Maßnahme ist, um diesen akuten Mangel jetzt zu beseitigen, weil wir ansonsten noch mehr Unterrichtsausfall haben, als das bisher leider schon der Fall ist. Und schlimmstenfalls wir dann auch tatsächlich zu Unterrichtskürzungen kommen. Frau Gebauer, vielen Dank für diesen ersten Eindruck. Sehr gerne.